Liebes Tagebuch, schau mich an. Wie lange ich schon hier bin, kann ich gar nicht beantworten. Ich denke aber, nicht so lange wie die anderen. Der eine hat im Wohnzimmer TV und Musik. Weißt du, der hat erste Klasse hat der. Irgendwie kommt mir vor, als wäre der Liebling. Der andere im Schlafzimmer, guck, wie er unterm Bett sitzt. Kommt nie raus aus seiner Bude, seinem kleinen Zimmerchen. Irgendwie kommt er mit dem Bodenbelag nicht klar. Bisschen eigenartig. Naja, die drei im anderen Zimmer, die haben halt Gesellschaft. Ja. Da gibt's den Albino, der auch in der Küche mit seinem Bruder und so. Der eine hat ein bisschen Schaden, hat sich aber erholt. Irgendwie hängt sein Ohr ein bisschen runter. Und guck, das ist der Oberrammler. Der hat's gern nötig. Mit seinem Teddy macht er gern schöne, wunderbare Sachen. Ja, und der macht einfach wenig. Der ist einfach okay. Ja, und ich? Feuchtes Klima, aber viel Besuch. Oft kommen sie vorbei und plätschern ein bisschen in meiner Springeranlage. Ja, und der in der Küche? Ah, dem geht's eigentlich auch ganz gut. Hat immer was zum Knabbern. Ist eigentlich ganz schön für ihn. Naja, auf jeden Fall kam einer nach dem anderen hierher. Wo das ist? Oh, keine Ahnung. Manchmal riecht es nach. Ja, nicht so, wie es eigentlich sollte. Viel Bewegung habe ich ja auch nicht. Naja, was soll's. Hab ja, was ich will eigentlich. Außer, immer wenn es so weit ist und es sich ergibt, dann... Ach, die zwei Beiner. Die gönnen einem gar kein Vergnügen. Und wie die mit einem reden, das ist nix. Also nicht richtig für mein Hasenohr gut. Ob's früher wohl anders war. Bevor sich das Leben hier im Kleinen abspielte, ein bisschen Veränderung ist ja okay und schade ja nicht, aber so ist schon total hart. So ein Hasenleben.